Und damit hallo und herzlich willkommen bei Ark. Ja, Ark in Valhalla mit Thorshammer. Ja, danke Thorsten. Ich habe die Höhle dank deiner Anleitung gefunden. Er hat mir dann geschrieben, nee, war doch die falsche Richtung. Er meinte Südwesten, ungefähr bei 70-50. 70-25. Und so ziemlich genau, das sind wir jetzt auch, ja. Gut, ich würde eher sagen 70-20. Aber ist okay. So. Ich habe mir meinen Fasten Dettel mitgenommen und da unten, jetzt her mal, da ist alles voller Öl und Perlen. Jetzt ist nur die Frage, komme ich da jemals wieder hoch, wenn ich runtergehe? Ah, wartet, da ist doch. Lassen wir mal alles im Raptor, was wir nicht unbedingt brauchen. Ja, wobei ich weiß nicht, vielleicht brauche ich die. Da gibt es sogar eine Plattform. Und da komme ich wieder rauf. Probieren wir es mal. Ja, da komme ich wieder hoch. Gut. Da was drinnen ist. Ist ja nicht. Probieren wir es einfach mal so. Mal Gewitter draußen. Ich darf nicht auf meinen Sauerstoff vergessen. Luft holen. Okay. Mal Luft holen und wieder runter. So, dann machen wir das hier. So. Okay. Und Ausdauer muss ich auch aufpassen. Ja, also die Höhle ist nett. Oh, Sauerstoff. Mist. Wird eng. Das wird eng. Nee, geht sich auch. Okay. So. Da unten. Muss echt mit der Stamina schon langsam aufpassen. Gehen wir mal nach oben. Schwimmen wir mal zu dieser Plattform. Bevor die Stamina ausgeht. Uiuiui, das ist knapp. Das ist knapp. Aber es geht sich aus. Uiuiui, okay. Bringen wir das mal im Fast and Deadly. Darfst du alles haben. Ich esse mal was. Und springe dann da wieder rein. Das ist natürlich eine nette Höhle. Also einerseits gibt es Thors Hammer hier. Leider kann man nicht aufnehmen, das habe ich schon probiert. Oh, Sauerstoff. Nach oben. Wunderbar. Und wieder nach unten. So. Ich glaube, wenn man da einmal ein Buffhut mit hat, kommt man wahrscheinlich mit einem Mal tauchen durch. Oh, Stamina könnte eng werden. Oh. So. Und noch mehr Perlen.
Da hinten haben wir noch Perl. Oh nein, wir müssen zurück. Plattform. Stamina ist gerade. Und zwar müsste die da so um die Ecke sein. Dann nur die eine Plattform oder gibt es da noch eine zweite vielleicht? Ja. Okay. So, fast and deadly. Das ist schön. Oh, das lohnt sich doch. Also, ja, die Höhle ist echt gut. Gefällt mir. Danke auf jeden Fall für den Hinweis. Die Höhle ist toll. Da drüben hätten wir noch. Kann ja da im Prinzip auch reinspringen. Gibt es da drüben auch einen Weg nach unten? Da haben wir auch noch Perlen. Aber Öl dürfte ich so ziemlich alles gefunden haben. So, gehen wir mal rein da. Quatsch. Ich will nicht wissen, was das da hinten ist. Geht's da noch draußen? Nö, ich hör da nur auf. Okay. Ich soll dann nur die Stamina kosten, verstehe. Oder eben das letzte Fitzel Sauerstoff. Je nachdem, was vorher passiert. So, einmal. Und da drüben geht's weiter. Da haben wir noch einen. Ist aber auch schön gemacht, diese Hülle. Ich zeige euch da noch gleich, wo wir in etwa sind, wo wir rauskommen. Aber ich würde sagen, jetzt lassen wir es gut sein. Nach oben Luft holen. Haben wir da noch was? Nee, ich glaube, da haben wir jetzt alles. Und dann gehen wir noch zurück. So. Und da. So, mal schauen, ob mich Fast and Deadly überhaupt noch tragen mag. Ja. Magst du mich noch tragen? Ja, du magst mich tragen. Die Höhle selbst ist relativ unspektakulär, würde ich mal sagen. Bietet aber auch viel Bauplatz, falls man sich hier niederlassen möchte. Bin irgendwie froh, dass ich meinen Raptor mitgenommen habe. Okay, da haben wir so ein Schattenlichtproblem. Aber egal, da kann man ja damit leben. Ja, jetzt wird es interessant, weil mein Dickschädelin hat vorher gerade schon ein bisschen Obsidian gefarmt. Also, ich mit ihr. Jetzt, ja. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Schauen wir mal, das bist du. Ja, jetzt bist du voll, das ist mir klar. So. Nehmen wir mal den Fast and Deadly. Oh, du kannst dich sogar noch bewegen. Sehr gut, und du bist noch nicht überladen. So. Schatz, ja. So schaut der Höhleneingang an. Aus. Da stand vor dir zwar Bronte, dass davor ist, deswegen habe ich zuerst gar nicht gesehen gehabt. Schaut richtig schick aus. Die Gegend da ist überhaupt auch schön. Und in die Richtung müssen wir jetzt nach Hause. Ich habe mir nur gedacht, ich schaue unterwegs noch so, was ich an Dinos sehe. Farmen kann ich jetzt eh nichts mehr. Also was Farmen angeht, nein. Bin ich absolut voll. Wenn ich jetzt noch was dazu nehme, dann ja, komme ich wieder extrem langsam nach Hause. Die Bäume da schon so aus. Valhalla hat so viele schöne Stellen. Also meiner Meinung nach zumindest. Da
auch, wie das ein schöner See drüben. Ach, machen wir einen Ausflug darüber. Das möchte ich mir jetzt noch anschauen. Moment. Level. Ja, und für die Delfine hätte ich sogar, also für die Delfine, die keine Delfine sind, hätte ich sogar Kibbel, aber natürlich zu Hause. So. Gut, kann ich jetzt endlich schauen? Dankeschön. So, 68 und aber noch ein zweiter. Da vorne. 16. Du stehst auf Passiv. Du auf Attacking Target. So. Wir laden mal um. Und die Pfeile brauche ich. Du stellst dich jetzt auch einmal auf Passiv. So. Danach brauche ich das hier. Du der Richtige? Ja, bist du. Na, die ich die. Ja, es tut mir leid. Oh. Moment. Das ist ein Ichti. 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 Das heißt, ich habe jetzt drei Ichtis hier. Nein, vier. Oh Mann. Ihr macht's mich fertig, Leute. Ich will doch nur diesen Megalodon. Also dich will ich immer nicht. 40, 40. Mach mich fertig. Mach mich echt fertig. Luft holen. Treffer. Und. Ja, und ich habe mir bis jetzt nicht überlegt, wo ich dann überhaupt ein Fischgehege oder sowas bauen möchte. Luft holen. Moment, kann ich so auch schießen? Ja. Kann ich. Das Coole ist, die Ichtis geben normales Fleisch, die geben kein Fischfleisch. Oh Mann, das schaut schon gut aus. Komm, leg dich hin.
Oh. 56, 16. Ah, 7. Einmal kurz Stamina regenerieren. No. So, jetzt haben wir hier einen Fisch liegen. Da kommt hier ihr Härchen. Habe jetzt keine Ahnung, welche davon der hohe ist. Welche davon der niedrige ist. Aber es ist auch egal. Na komm mal um. Rieche ich da mit dem Einzähne. War klar, dass das der Große ist. Das war so klar. Nee, war er gar nicht. Egal. Muss an Land. Ja. Komm, lass mich raus. Recht zur Herrkillerin. Take all. Okay, ausschlachten. Ob mir dieses Raw Fish Meat auch genug bringt? Den habe ich schon leer geräumt. Auswandern. So. Und jetzt?
Will ich wissen, was da hinten so komisch glänzt? Sag mal bitte nicht, dass das Rochen sind. Bitte keine Rochen. Ja, ich gehe ja schon. Ich geh auch noch einmal Stamina tanken. Ja. Uiuiui. Was für ein Stress. So, kurz warten. So, und jetzt zu dem hoffentlich noch glücklichen Heiler. Ach nee, das glitzert nur so. Ist nur der Boden, okay. Uiuiui. Nur du Kleiner, schläfst du schön? So, Primate, da, das ist Fisch. Primate. Keine Ahnung, wie viel das bringt. Probieren wir es einfach mal. Moment, ich muss kurz Luft holen. Oh, wie schön, es ist neblig. Oh, ich wäre jetzt fast gestorben. Ich muss besser auf meinen Sauerstoff aufpassen. So, und das kann auch. Jetzt muss ich mal kurz raus. Ich muss mich heilen. So. Nachdem ich Hunger habe, machen wir das mal so. So. Was bräuchte ich denn für einen Megalodon-Sattel? Kaltfiber-Zementpaste. Natürlich habe ich das nicht da. Und bei dem Wetter jetzt finde ich so auch nicht nach Hause. Keine Chance. Niemals. Ich finde, glaube ich, so nicht immer mein Haar. Doch. Unter Wasser ist das Wetter besser. Sehr gut. So. Was seid ihr zwei? Ah, jetzt wollt ihr nicht mehr, oder was? Doch, ihr wollt's eben. Ich die Level 8 und Level 40. Auch noch weiblich, cool. Okay. Ja, ich doch schon auf. So, glaube ich, oder? Hilfe? Hilfe? Vogel? Raptor? Ich hasse Nebel. Da, gut. Oh Mann. Müssen wir ein bisschen warten, bis ich geheilt bin. So. Nehmen wir mal das restliche Zeug im Vogel. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht. Das können wir aufheben. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Na gut, die können wir essen. Wie soll ich den Hai dann absichern? Sollen wir uns hier drin was bauen? Ich meine, wir sind da doch ein Stück weg. Eigentlich bräuchte man in der nächsten Zunge dann irgendwo unser Gehege. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Wir könnten noch sagen. Wir holen uns hier einfach Holz, bauen uns was,
Und bauen uns dann einen Fluss hinüber. Was braucht man fürs Boot? Das Boot habe ich doch auch gelernt. Irgendwann einmal zumindest. Oder? Raft. Halt 75. Das lasse ich da besorgen. 15. So, gehen wir mal oben, bis wir bei ihm sind. Der Nebel wird endlich dünner. Also bei ihr. Die hat noch zwei. Ich nicht. Leider hat sie jetzt gerade erst gegessen. Prozent. Aber dafür habe ich die Haie töten müssen. Es gibt mir kein Ichi. Ichi ist normales Fleisch. Schade. So, jetzt ist sie auf gerade mal 20. Dabei wollte man nur darüber zum Wald. Ich sag nur Gänseblümchen. Sag Ichi. Ist auf 30. Ach, das gibt nur 30. Okay. Dann schaffen wir mal Prime Meat. Gibt uns ein Diplodocus Prime Meat? Ich weiß es gar nicht. Wir brauchen jetzt irgendwas, was uns Prime Meat gibt, mein Lieber. So. Irgendwas, was Prime Meat gibt. Probieren wir es mal. Ach nee, du bist kein Diplodocus, du bist ein Babybronto. Ja, nee. Da sind zwei Erwachsene in der Nähe, vergiss es. Du gibst kein. Gibst du Primate? Du bist schnell weg. Okay. Hallo Baby. Level 108, ich wollte mich verarschen. Verkackern. Ja gut, ich hole mir irgendwann noch eine Schildkröte. Brauche ich allein wegen der Eier für den Bronto. Geben die Gallimimus Prime Meat? Ich weiß es gar nicht. Komme ich die überhaupt nach? Ja, beim Bronto wollte ich gerade nicht zubeißen. Na gut. Hab mich gern. Skorpione geben keines. Was machst denn du, Bronto, der Skorpion da? Oh, der Diplodocus ist Level 116. Oh Mann, da hält viel aus. Muss mal kurz warten.
Ich generiere mal Stamina. Oh Mann. Wie lange dauert denn das? Oder was denn? Oh Mann. Ich dann gleich um, weil ich keine Stamina mehr habe, oder? Achso, ja, Baby, habe ich vergessen. 86 Prime mit, nee, ist klar. Wo ist das Wasser? Achso, da. War ganz schön Arbeit, den runterzukloppen. Okay, er folgt mir jetzt. Egal. Er taucht hier auf, wenn er keinen Sauerstoff hat. So zumindest die Update News damals. So, dann schauen wir mal. Okay, ja. Ich glaube, das reicht. Oh. Halb ist er durch. Wo ist mein Raptor? Da ist mein Raptor. So. Und 75 haben wir gesagt, das heißt. Spaß, Raptor. Ich weiß nicht, was du mit dem ganzen Prime mitmachen willst. Aber da hast du es. So. Das heißt, wir hätten immer noch zu wenig für den Sattel. Ja, und mir passt der mal überhaupt nicht zu Hause. Ja gut, ich würde sagen, ich ziehe den mal weiter. Ich sag tschüss, ciao und baba und überlegen uns bis zum nächsten Mal, was wir jetzt mit dem Heidern machen. So. Also, dann sage ich damit tschüss. Schaust du mal in die Kamera? Schaust du in die Kamera? Er will nicht. Nee, der sagt, er will nicht. Na gut.